Ich weiß nicht, ob man die Musik noch kennt. Am Freitag, da geht es nämlich wieder los. Nach 12 Jahren Pause ist nun Starmania wieder zurück. Und ich habe heute Silke Neuwirth zu mir eingeladen. Sie ist Klavierlehrerin in der Musikschule und im Borg Hermagor. Zahlreiche ehemalige Starmaniacs gingen eben durch ihre Talente Schmiedes. Und sie hat im Laufe der vergangenen Jahre viele Talente für diverse Castingshows, nennen wir es, vorbereitet. Sind diesmal auch einige Schützlinge von dir dabei? Dieses Mal ist niemand von mir dabei, aber es ist die Laura Kossel dabei, eine sehr talentierte Sängerin aus dem Burgenland, mit der ich einige Male schon bei Falco Goes Cool zu tun hatte, und die Kärntnerin Julia Wastian, die mir bei der letzten Staffel von Falco Goes Cool sehr positiv mit ihrer außergewöhnlichen Stimme aufgefallen ist. Für diejenigen, die Falco Goes Cool nicht kennen, das ist einer der besten Formate in Österreich, die die musikalische Jugend fördert, durch tolle Wettbewerbe, die jedes Jahr stattfinden, Songwriter-Workshops und große professionelle Konzerte veranstaltet. Also die Schüler können da wirklich wertvolle Erfahrung sammeln. Und ich empfehle jeden musikalischen Talent dort mitzumachen und jeden Musiklehrer vor allem mit seinen Schülern dort mitzumachen. Diesmal ist also niemand dabei, aber es sind natürlich schon einige deiner Schüler bei Starmania gelandet. Von meinen Kindern, also an alles meine Kinder, war der Lukas Buchacher dabei, der ist aber leider bald einmal ausgeschieden. Aber Martin Zerzer hat es dann in der dritten Staffel ziemlich weit gebracht. Und dann gab es noch die Felicitas Neuwersch, eine Kandidatin der ersten Staffel. Mit ihr habe ich rund um Starmania in einem Duo Musik gemacht. Sie alle haben sich dann eben dieser strengen Jury gestellt. Aber ich denke mir, so schlimm wie bei Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen kann es wahrscheinlich nicht werden. Nein, oder? Bestimmt nicht. Wenn Dieter Bohlen, der meiner Meinung nach frei von jeglichem Gesangstalent ist, seine beleidigenden Sprüche von sich gibt, dann sollte man das nicht zu ernst und persönlich nehmen. Er klingt selber wie ein Schaf, das an den Elektrozaun pinkelt, das gehört zur Show, und treibt die Einschaltquote in die Höhe. Aber besonders junge Menschen sind noch nicht so gefestigt und schon psychisch so robust, um das auszuhalten. Das kann schon das Selbstwertgefühl ein bisschen zerrütten. Allgemein ist aber Kritik wichtig zur Entwicklung der eigenen Stärken und der Persönlichkeit, und jemand, der dich kritisiert, macht sich ja Gedanken über dich, will dir helfen, macht Vorschläge, wie du es besser machen kannst und so weiter. Vor allem, wenn man weiterkommen möchte, was rätst du denn so den Youngstars, die unbedingt auf die Bühne wollen, die gerne singen? Ja, nicht unter der Dusche oder im stillen Kämmerchen zu bleiben, sondern Möglichkeiten zu nützen und hinauszugehen und die Menschen mit ihrem Gesang berühren. Natürlich nur, wenn sie es wollen. Man muss schon auch gerne auf der Bühne stehen. Das gilt natürlich auch für sämtliche andere Talente. Jeder Mensch hat irgendwelche Talente, die er schon zeigen sollte. Und wenn man dann außergewöhnlich gut ist und das immer wieder von anderen bestätigt bekommt, muss man aufpassen, dass man nicht abhebt. Das kann schon leicht passieren. Besonders unter den Sängerinnen und Sängern habe ich das ein bisschen beobachtet. Ja, ist vielleicht eine logische Entwicklung. Wenn man immer vorne steht, angekimmelt wird von seinen Fans und Bestätigung bekommt, wie gut man ist, dann kann schon passieren, dass man dann leicht den Realitätssinn ein bisschen verliert. Da braucht man Wurzeln, da braucht man einen guten Stand, eine gute Basis, damit das eben nicht passiert. Silke Neuwirth ist heute unser Gast. Sie arbeitet als Musikschullehrerin in Hermagor. Sie hat schon viele Musiker aus Kärnten für große Castingshows vorbereitet. Ist es wichtig, den Talenten im Vorfeld zu zeigen, auf was es ankommt? Lukas Buchacher, Martin Zerzer, Manuel Schwand, Patricia Gasser, sie alle wurden von der Silke eben trainiert. Warum haben es schon so viele von deinen Schützlingen in diverse Castingshows geschafft und es auch relativ weit gebracht, Silke? Ich glaube, dass das mit den Möglichkeiten zu tun hat, die sie bei uns an der Musikschule bekommen. In unserem sehr gut ausgestatteten Proberaum nehmen wir eigene CDs auf, komponieren eigene Lieder, planen verschiedenste musikalische Projekte, es entstehen Musikvideos. Und wir bereiten uns auf Wettbewerbe und Konzerte vor. Und zudem bekommen die Schüler auch in der Big Band meines Kollegen die Chance für Auftritte. Das heißt, die Schüler können bei uns im Alter von 6 bis 18 Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln, werden den Umgang mit Mikrofonen gewöhnt, verlieren dann irgendwann mögliche Unsicherheiten vor der Kamera, lernen auch, sich vor Publikum zu präsentieren. Ich schalte mich zum Beispiel bei Konzerten immer komplett aus. Das müssen sie alles allein machen. Und dadurch werden sie dann auch selbstbewusster, sind vieles schon gewöhnt, dass bei Castingsendungen dann auf sie zukommt.
Ein Casting-Teilnehmer kann sich bestimmt besser entwickeln und selbstbewusst auftreten, wenn er vorher gewisse Erfolgsgefühle oder Erlebnisse außerhalb der Medienwelt erfahren hat. Das ist ein wertvoller Begleiter durch Höhen und Tiefen bei der Castingshow und hat bestimmt Einfluss auf die persönliche sowie musikalische Entwicklung und dann letztendlich auch auf den Erfolg. Und diese Erfolgserlebnisse versuchen wir den Schülern bei uns zu geben. Es gibt Talent in jedem Winkel des Landes, aber um auf den Bühnen, auf großen Bühnen bestehen zu können oder einfach nur den Mut zu haben, überhaupt auf eine große Bühne zu gehen, braucht es Selbstbewusstsein. Und ich denke, das bekommen Sie bestimmt auch in anderen Musikschulen des Landes, wo erfreulicherweise in dieser Richtung immer mehr passiert. Und es waren wirklich schon viele Casting-Teilnehmer, die durch deine Schule, Silke, gegangen sind. Ja, vor 2 Jahren hat es Patricia Gasser nach einigen Vorcastings in die Sendung Voice of Germany geschafft. Dann Manuel Schwand ist bei Popstars ziemlich weit gekommen, ist aber dann von sich aus früh aus der Sendung ausgestiegen, weil gewisse Sachen für ihn nicht mehr so gepasst haben. Und dann schafften es noch einige Schüler zur großen Chance der Chöre. Und eben auch zu Stamania, wobei Castingshows, das ist so eine Sache, da gibt es ein Für, ein Wider, da gehen die Meinungen auseinander. Kannst du diese Art von Test, diese Art von Prüfung so generell befürworten, beziehungsweise in welcher Hinsicht sollte man vorsichtig sein? Bei jeder Castingshow gibt es ja Verträge, die man unterschreiben muss, bevor man sich da mit Haut und Haaren dieser Inszenierung verkauft und seine Menschenwürde fast an der Garderobe abgibt. Ich tue das jetzt extra ein bisschen übertrieben und überspitzt formulieren, aber bei Popstars war es schon ein bisschen so und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei anderen Sendungen wie zum Beispiel DSDS, wo es mehr um den Unterhaltungsfaktor, um Skandale, Stories geht, dass es da auch so abläuft. Ich habe damals Manuel geraten, einige Punkte in den Verträgen nicht zu akzeptieren und zu unterschreiben. Das waren so richtige Knebelverträge. Sie haben das dann auch akzeptiert, weil sie ihn anscheinend unbedingt in der Sendung haben wollten. Aber wir waren uns schon von vornherein bewusst, dass Manuel diese Show nie gewinnen kann. Er ist dann von Anfang an als der Böse dargestellt worden. Bei solchen Sendungen oder bei vielen solcher Castingshows gibt es ja oft bestimmte Charaktere wie die Zicke oder das Weichei oder der Siegertyp. Manuel war in dem Fall halt dann der Buhmann, obwohl er in Wirklichkeit ein ganz lieber, feiner, sensibler Mensch ist. Er ist zu Aussagen regelrecht hingetrieben worden, die er gar nicht so gemeint hat. Alles haben sie dann so aus dem Kontext gerissen und geschnitten, dass er im Endeffekt als ein anderer Mensch dagestanden ist, als er in Wirklichkeit war. Ich muss aber dazu sagen, dass es im Gegensatz zu Popstars, bei Starmania und auch bei The Voice of Germany ein bisschen anders abläuft. Die Verträge sind auch viel fairer aufgesetzt und eher im Sinne der Künstler und nicht der Show. Und meine Schüler sind aus Starmania mit durchwegs schönen Erlebnissen und positiven Erfahrungen herausgegangen. Sie bekamen Einblicke in eine professionelle Medienproduktion und zumindest in Ansätzen in das Musikgeschäft. Aber es muss dann wirklich bewusst sein, dass es nur einen Gewinner gibt. Und ja, sie sind einfach ohne große Erwartungen in die Show gegangen. Ja, wir sind gespannt. Am Freitag geht es also los mit Starmania. 20.15 Uhr, ORF 1. Dankeschön, Silke.